Und eine von den Sachen, wo des Schlichers der Mann uns ist, haben wir dürfen sein Emes in unser Abschätzen. Emes mit sich, Emes mit unserer Familie und Emes mit unserer Bekannten. Und wegen dem Ingentage will ich auch erzählen am meisten und ich rechne, dass es eine Sache, was jeder einzige mag das Herr. Die meiste ist passiert in Pölen in viele, viele Jahren zurück und dann ist gewesen eine Zeit, in welcher das Antisemitismus ist gewesen ganz stark. In einer gewissen Stadt, der Namen ich doch nicht mehr gehe, ist dort gewesen einer Pan Dombrowski. Er gewesen der Vojavode, das heißt der Gewaltiger von dem ganzen Gegend. Dort in der selben Stadt gewesen einer Pan Janasch und der Janasch gewesen der Bürgermeister. Zwischen sie beiden gewesen ein größerer Unterschied. Der Unterschied gewesen, was der dem Dombrowski eben gewesen bewusst als ein starker Antisemit, Janasch dagegen ist überall ungenommen geworden als ein Jidenfreund. Darum ist auch gesagt worden, als Dombrowski, Hagammer gewinnt als Söhne Israel, und er hat auch viele nicht geprobiert behalten das, verkehrt, bei jeder Gelegenheit, vielleicht der Batonen, als Punkt, als Ewe, er ist ein Pan, als Ewe ist er euch ein Antisemit, aber in Toch ist er gewinnt ein anständiger Mensch. Sein Schütte ist gewinnt, Feind haben die Jiden darf man. Aber kein Schlechtes darf man sie nicht tun. Und er fleckt nicht erleben, kein Pogromen gegen Jiden in seiner Gegend. Und er fülle nicht zu unterdrücken sie im Geschäft. Und wenn die antisemitische Partei hat gewollt organisieren, in sein Stadt eine große Propaganda zu boykottieren Jiden, hat Dombrowski zu sterben geplant. Von der zweiten Seite, mag man auch viele ein bisschen zweifeln in die Größe Ahavas Israel von dem Bürgermeister Janasch zu das Kumtaki von Arena Harz, oder, weil er hat sich zugeschmeichelt zu Jiden, weil er hat gedacht, umkommen zu seeren Votes, seeren Stimmen, bei der unterhalten seine Stelle als Bürgermeister, aber der Fakt ist, als Janasch gewinnt öffentlich ein Jidenfreund, und als ein Jid hat gedacht, umkommen zu ihm, vielleicht er ihn aufnehmen freundlich. Sitzt einmal der Bürgermeister Janasch bei dem Vojavode, Dombrowski im Büro, in Office. Er ist gekommen wegen Stadtinteressen, aber der Schmuh ist nicht gewesen wegen der stottigen Unionen, nur wegen Jiden. Frau Dombrowski ist das gewesen ein beliebter Thema. Und er hat geliebt, lieb gehabt zu reden, wie sein Steiger, die Verdorbenheit von Jiden. Und er fängt an zu sagen, die Jiden sind ein verdorben Volk, sie sind in Ganovim, sie sind in Obnarer, sie sind durch euch verdorben. Die Regime von den Chatoim, was Dombrowski hat gefunden bei Jiden, ich gewinne lange. Janasch, der Bürgermeister, wird gewiss geschwiegen, weil zu lieb, was darf er reingehen in der Vikuach, mit dem, wo er wurde, was zu sein Chesse darf er doch umkommen sehr oft, aber Dombrowski will dafke, als Janasch soll ja reden. Und er provoziert ihn, und er haut in ein Batonen, deine Jidler, Herr Bürgermeister, sie sind in Ganovim, deine Jidler, sie sind ein Obnarer. Deine Jidler, sie sind ein Schwindler. Janasch hat nicht gehabt, kein Brehre, und er gewinnt gezwungen, reinzulassen sich in Avikuach. Er probiert noch herauszudrehen sich von dem, und er sagt, die Jiden sind ein Asi wie alle Menschen. Vor allem zwischen sie ehrliche Leid, und vor allem zwischen sie nicht kein ehrliche Leid. Und zwischen unsere sind ein Eurdoganowin. Dombrowski aber lässt ihm nicht auf. Zwischen unseren sind ein gewiss Doganowin. Aber du kennst unterscheiden zwischen einem ehrlichen Mann und zwischen einem nicht ehrlichen. Bei Jiden aber sind alle falsche Menschen. Ob treffst du einen Jiden? Was stellt euch von einem ehrlichen Mann? Und in der Emissen ist er ein Falscher und ein Lügner. Nicht dort zwischen sie einer, was er ist ein ehrlicher Mann. Ob zu nahren ein Goy über sie eine große Mitzwe und er schon noch größer wie Hittenschabes. Oh, ich kenne sie gut. Mir wundert nur, Pan Janasch, vor was lässt sie sich abnehmen von sie? Warum dir drehen sich herum viel, viele Jiderle? Du beziehst dich zu sie, wie zu anständige Leid. Wie kommt es zu dir, Herr Bürgermeister? Aber du sollst dich an sie losen verfehren? Der Pan Janasch hat den Brehren nicht gehabt und er geht darauf, mit in die Themen, mit einem Gegenangriff. Und sagt dem Herr sich zu,
Du bist Take der Hochgeschätzte, wo ihr wurde von dem ganzen Gegend. Aber er soll sich nicht dir wundern auf mir, weil keiner naht mir nicht ab. Die Jiden, was ich hab mit sie zu tun, seinen ehrlichen Leid. Sie seinen ehrlicher für unsere ehrliche Leid. Ja, ehrlicher im vollsten Sinne. Und ich sag das für mein Praktiker. Dombrowski schmeichelt, weil er ist zufrieden. Und das hat er Take gewollt. Er hat gewollt, dass der Bürgermeister soll reinfallen in ein Netz, was er hat ausgesprägt. Ruft sich an der Dombrowski zu dem Bürgermeister und sagt, kann das der Herr Bürgermeister zuweisen? Ob nicht, weil ich muss ihn sagen, als dein Ahavas Israel hat gebracht, unser Choschewen Bürgermeister zu werfen Schmutz auf seine eigene Brüder. Zuweisen? Wie er sie kann ihr das zuweisen? Fragt der Bürgermeister. Der Voyevode tracht eine Weile und dann sagt er, ich will dir sagen, wie er sieht, das wird werden aufgewiesen. Du bleib euch an jeden, was bleibt dein Abschätzung, ist er ein ehrlicher Mann. Und ich will euch bleiben einem von unserer ehrlichen Leid und wir werden machen eine Probe. Wem bleibst du euch? Der Bürgermeister vertragt sich und der Voyevode heilt zu. Sag mal schnell, wem? Ruft sich an der Bürgermeister, der holt sich auf Tänzer. Sehr gut, sagt Dombrowski. Und ich bleibe euch dem Papiersächer Wladislaw Zirinski. Uns haben zwischen sich abgestimmt, dass die seien die zwei Menschen und Maske. Aber wie er sie wird, wir machen die Probe. Ruft sich an der Voyevode ganz gut, sehr gering. Wir sind schuldig zu sehen beide Geld für Material, was sie haben zugestellt. Also, ich will zu sie beide schicken Geld und ich will machen, wie es wohl gewinnt ist. Ich will schicken mehr, wie es steht in Rechnung. Wollen wir sehen, wer es wird zurückschicken? Dein ehrlicher Mann oder meiner? Der Bürgermeister gewinnt unzufrieden. Er hat mehr gehabt für einen Durchfall. Er weiß, dass er viele ehrliche Leute nutzen einmal ein Tues von einem Zweiten auf eigenem Verdienst. Aber der Voyevode zwingt ihn und er muss Maskim sein zu der Probe. Und der Voyevode sagt ihm, ob du wirst siegen, will er geben eine bedeutende Summe auf einen wohltätigen Zweck und ich will ändern meine Meinung wegen Jeden. Ob aber du verspielst, darfst du mir zusagen, aber du wirst aufhören, sich haben mit Jeden. Bald auf dem Ort ist gemacht geworden die Probe. Dombrowski hat durch ein Schlier geschickt zum Holzsächer Tänzer 500 Zlotes, eine Bezahlung für einen Wechsel, was es gewinnt zahlbar die Tag, und zugelegt noch ein 50er, als Probe auf seine Ehrlichkeit. Dasselbe hat er gemacht mit dem goyischen Papiersächer Zurinski, geschickt eine Bezahlung von 100 Zlotes und zugelegt noch ein 10er. Janasch hat protestiert, nicht die gleiche Probe, sagt er, dem Jiden hat sie gebracht in eine schwereren Säule. Dombrowski hat sich verändert, die Größe von der Probe ist Leute Summe Geld, was mir schickt. Und an sie haben sie getan. Derweil Bärl-Tänzer, er gesessen bei sich im Office, versunken in Cheshbeines, und plupst und klappt Emitzer in Tier, und wenn er öffnet, geht er rein der Schlier von Voyevode und bringt ihm das Geld. Er hat schnell übergezählt, und gleich gemerkt, dass es da mehr. Und inmitten läuft ihm durch ein Gedankenkopf, Toes Goy Mutter, Efschera Toes, wo der Goy hat gemacht, mag ich nehmen für sich, aber inmitten geht ihm durch ein zweiter Gedanke. Und wo ist Kiddush Hashem? Am Ayid viel zu hoch wie Ayid bedarf, ist es eine Heiligkeit vor dem Ebersten Namen. Und nimmt Teke von Yad, und nimmt ein Konvert, und legt ihn drin rein, den 50er, mit einem kurzen Briefele, es gewinnt tu es, und er schickt zurück das übrige Geld. Zurückweg von Tänzern hat der Schliach übergegeben das Geld, was sie gewinnt bestimmt, von dem Papiersächer zu Rinske. Und dann ist er gekommen zum Voyevode, wie er es umgesagt geworden. Janasch, der Bürgermeister, ist noch gesessen beim Voyevode, im Büro, den Office, wenn der Schliach ist zurückgekommen. Der Voyevode hat schnell aufgerissen den Konvert, was Tänzer hat geschickt,
herausgenommen die Geld und bald ausgerufen, Herr Bürgermeister, ich hab verspielt. Ermutigt von seinen Sorgen, hat der Bürgermeister sich erlaubt zu sein, basiert breit in der Dehe und sagt Efscher, wer der Zerinski noch abschicken? Dann Brotzki hat immer so getan. Was willst du? Schitten mir Salz auf meine Wunden? Ich will schon dem Zerinski gut ablernen. Aber was es nicht gehe, unser Gewett, muss ich müde sein, als ich hab verspielt und du hast gewonnen. Ich hab zugesagt und ich will halten Wort. Mein Beziehung zu den Jiden will ich ändern. Wenn Janasch hat verlassen den Büro von wo er wurde, ist er gleich weggegangen zu Tänzern. Und er hat ihm erzählt die Geschichte. Und er hat ausgeführt. Wenn du legst da rein den 50er in Käschene, wollt ihr gemusst werden an Antisemit. Jetzt hast du gemacht dem wo er wurde für einen Jidenfreund. Hat die Geschichte da gegangen zu den Euren von Rov, hat er sich angerufen zu Beryl Tänzer. Für kleine Geld kann man kaufen größe Mitzwes. Und ich sag mit einem Emes größe Mitzwes. Mitzwes sind auf der Welt sehr willig. Glücklich ist der Jid, was er hat sich sicher einzukaufen. Und meine Teure, die meiste darf mir gedenken. Wir leben in einer Zeit, wenn das Antisemitismus wächst und man darf sich führen Emes mit sich und Emes mit Bekannte und man darf sich sehr hüten. Als der Name von der Jid so kann es Scholem nicht verschwächt werden. Und wenn man 40 in der Weg, was man bringt Covid zum Judentum, durch dem, wo der Geschäft ist, wie man bedarf, ein Wort ist ein Wort und Emes ist Emes, dann bringt man Covid zu sich und Covid zu dem Klau Yisroel.